Hallo und herzlich willkommen bei Satisfactory. Die Zeit läuft. Für euch einen Tag, für mich nur ein paar Sekunden. Er hier ist noch am Analysieren. In 2 Minuten 10 Sekunden wissen wir Bescheid. Was mir aus den Flower Pit Hells, was da noch ist, Überresten eventuell basteln können. Ich gucke jetzt derweil schon mal, ob ich schon Biostrom. Ne, kann ich noch nicht. Biobenzin. Müsste er gleich ausspucken. Oder? I don't know. Was haben wir noch? Hier ein Blümchen. Das ist das Zeug. Warte mal, das stopfe ich auch mal da rein und gucken, ob ich das hier da einschmeißen muss. Und im Notfall das hier. Das muss ich hier mal aufräumen. Eisen. Eisen kommt hier rein. Stein. Bisschen sortieren wenigstens. Flap. Flap. Meine ein dümmliches Lächeln zu hören. Helm räumt auf. Oh, wer sagt das? Frechheit. Helm räumt immer auf. Helm ist der ordnungsliebste Mensch überhaupt. Jawohl. So. Los, time runs by. Countdown. 50 Sekunden. Piep. Bin gespannt. Und Space Alarm. Ich geh auch gerne mal da hoch. Kann ich eine Leiter bauen? Ich war noch nie da oben. Irgendwie um die Ecke da hoch. Das kann ich nicht. Das ist irgendwie eine Schräge. Geh ich mal hoch und pflück das Teil einfach mal ab. Lass ich nicht fallen. Springen. Gibt's ja nicht. Ah. The man has completed its analysis. Musste mich so erschrecken. Ich habe gerade gedacht, wenn ich hier hochgehe, hier gibt es bestimmt Tiere. Da ist schon eins. So. Ist ein Baum mit Blume drin. Oh, seht ihr? Von hier aus sieht es schön aus. Wir collecting hier grün Power Slug. Das ist irgendwie super gutes Zeug. Hier ist meine Fabrik. Wenn ich hier runterspringe, bin ich dann tot. Ich hoffe nicht. Ich werde mal hier so ein bisschen. Yep, das geht. Diese Blümchen auch einsammeln? Nee, noch nicht. Die Analyse ist komplett. Ja, und was sagt er mir jetzt zu dem Ding? Hier. Please choose a new. Ja, toll. R&D wishes me to tell you these colored petals are useful for two things: dating and creating color cartridges. Mandatory reminder that you are under 24/7 surveillance. The derived blueprint is now accessible in Hub Tier 2. Will mich veräppeln, Farbe und Biobenzin haben. Wir sind jetzt erst bei Tier 2. Wir sind doch schon viel weiter. Oder nicht? Ach die Scheiße. Da könnte ich eine Rampe bauen für da hoch. Holla, nee. Ah, ich muss mehr forschen. Personal Store. Das hier wäre auch nicht schlecht. Na, 5 mehr Platz haben. Kriege ich das automatisch oder habe ich das?
Den kriege ich nicht automatisch. Sag mal her. Was habe ich alles hier mal? Das war alles Tier 1 oder was, was wir bis jetzt gemacht haben? Objektscanner, Space Elevator. Toll. War alles ist Phase 1? Da ist der Biosprit. Das müssen wir haben. Das müssen wir entwickeln. Zack. So, 150 Platten, das ist ja alles Herkentin. Machen wir sofort. Sofort. Das. App. Produktion läuft. Mal 150 gibt 200 Waren her. Die nervige Produktion geht weiter. Von da oben hatte man eine schöne Aussicht, ne? App. Kabel. Bing, 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 bing. La 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 la. Hey, jetzt müsste ich irgendwas haben, wo ich hier was auf meine Maustaste stellen kann. Wichtigste ist Sprit. Sprit ist das Wichtigste. Ohne Sprit läuft gar nichts. Ne? Und wenn wir immer unsere Biomasse hier verschwendungsmäßig raushauen, dann ist das überhaupt nicht gut. Bing. Perfekt. Flip. 500. Flap. 150 müsste ich einfach. Warte, jetzt mal her. Zicki zacki. Quatsch. Ja. Flap. Flap. 200. Yep. Hier auch 200. Zang, zang. Yep. Wir brauchen nur noch Rohre. Dann ist das Thema sofort erledigt. Rohre gehen schnell. Sehr schön. 70. 70. Das Problem wird sein, das hier alles zu bauen, ohne Knoten in den Fließbänder zu bekommen. Wenn wir das alles automatisch herstellen wollen. Das wollen wir ja schließlich irgendwann. Damit wir nicht immer hier die Nase in diesen blöden Tisch reinstecken müssen. Sondern nur noch holen, holen, holen. Das wäre perfekt. So. Rohr. So. Zack. 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 Ah ja, jetzt kommt wieder. I push the button. Jetzt geht nämlich los. Milestone reached. You have unlocked several structures aimed to provide the first needed to build basic factory infrastructure. Additionally, the biofuel blueprint will ensure improved fuel consumption of biomass burners. Additionally, you can now build the space elevator, which is integral to your contribution to project assembly. Naja, prima. Ich will im Moment kein Space Elevator bauen. Wir bauen als allererstes mal hier, dass das hier alles vernünftig läuft. So, jetzt kann ich einen Sprit herstellen. Da ist er. Biosprit. Dann müssen wir direkt umstellen. Was haben wir hier? Wie viel haben wir denn noch? 46. Da muss man gerade die Produktion stehen. Ja, ich weiß. Und eine Motorsäge werden wir auch bauen. Weil es ja sonst Käse. Dann werden wir mal die Bäume hier absägen. Die hier zwischen unserer Fabrik. Umwelt verschandeln. Die Sonne rauben. Hier, der, ihr seid als erstes dran. Hier mal gucken. Er ist fertig, prima. Haben wir jetzt Alien-Dings. Amanita Lardum or Bacon Agaric can be added to the Object Scanner Catalog after unlocking the new blueprint in Hub Tier 1. Prima. So. Lunchpot will zurück sein in. Keine Ahnung. So, zack, hier. Blub, 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 ab die Post. So, jetzt aus den Pflanzen können wir Biomasse herstellen.
Und aus dem Holz können wir... Biomasse. Holz haben wir fast gar keins. So, und aus der Biomasse können wir jetzt Sprit herstellen. So, wir wissen aus... Hier ein so ein Ding brennt 6 Sekunden. Ja? Und wir brauchen 4 Stück, um 2 herzustellen. Ist das richtig? Ja. Also, 2 Stück brennen 12 Sekunden. Daraus machen wir ein Benzin. Und ein Benzin... Wie lange brennt das? Warte mal, müssen wir erstmal halbieren. Zack. Jetzt hauen wir hier rein. Anlage muss ja weiterlaufen. Ab 15 Sekunden. Also haben wir 3 Sekunden eingenommen quasi. Aua. Das ist ja schon Kapazitätsgrenze. Ja, ist voll an der Grenze. Also wir brauchen gleich den nächsten. Milestone exchange concluded. Fixit freighter re-entry complete. Prima. Wir brauchen gleich den nächsten Brenner. Die haben wir alle. Aber wir sind erst, haben erst Tier 1 jetzt erreicht quasi. Splitter. Diese Puppe-Container. Da brauchen wir einen Pilz für. Was bringt denn das? Ein Pilz. So, ein Pilz, geh mal her. Wir haben keinen mehr. Ich war verrückt. Warum habe ich das gemacht? Jetzt muss ich den Pilz suchen gehen. Depp. Kriege ich den her? Hier ist noch Eisen. Am See war der Pilz, oder? Da ist er, hinten, ich sehe schon. Na gut, da rennen wir nochmal hier durch und sammeln ein bisschen Sprit, weil der Sprit reicht eh nicht. Ich spamme eh wie ein Wahnsinniger. Da ist der Pilz. Was ich damit jetzt erforsche, weiß ich gar nicht. So, da ist noch einer. Toll. Liegt am Lager. El Blindo. Oh, da ist noch so ein grünes Zeug. Zum Einsammeln. Aber langsam erstmal die Produktion hier. Yep. Zack. Ein Pilz, ein Pilz. Zack, bumm. Für einen Pilz fliegt er jetzt in den Weltraum. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Nö, macht er nicht. Guter Junge. Der ist wenigstens clever genug, um nicht für einen Pilz da zum Weltraum zu fliegen. Ein Pilz bestellen wir in der Kneipe, ne? Oh, okay. Abilities haben wir. Converter, Personal, Stored, Storage. Das wäre auch schön. Aber das ist nur Verschönerung. Was brauchen wir als erstes? Ich glaube hier Splitter und Konverter. Damit wir das ein bisschen auseinanderrupfen könnten. Was bringt das? Ich weiß nicht genau. Würde aber nicht viel kosten. Außer natürlich wieder 500. Komm, nützt alle nichts. Wird alles erben. Logischerweise. So, langsam aber sicher hätte ich gern irgendwas, was automatisch Kabel herstellt. Nee, wir brauchen erst noch einen Brenner. Eins nach dem anderen. Sprit. So viel Sprit hatten wir, glaube ich, nicht hergestellt. Also hier wieder. Kann ich denn schon eine Motorsäge bauen? Das wäre ganz praktisch, womit ich dann mal da die Bäume fällen kann. Denn die gehen mir auf die Nerven, die Bäume. Motorsäge kann man bestimmt hier bauen, wenn überhaupt. Komm her. Beacon, Objektscanner, Xenozepper. Nö, kann ich nicht. Toll. Was?
Zehnmal hämmern. Zweimal hämmern. Mist! Ich hätte gerne Motorsäge gehabt. Ich hab Wood. Woher kriege ich denn das Wood? Geht aber so schnell weg. Der rotzt so schnell. Ding, 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 ding. Sprit. Zack, 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 zack. Haben wir basteln schon mal auf Vorrat. Auf jeden Fall. Na, reicht oder lange nicht. Hier, das reicht auch nicht. Oh. Reicht überhaupt gar nichts. Reicht. So. Als allererstes brauchen wir jetzt noch Saft. Den hier. Biomasse Burner. Kann ich den hier oben drauf bauen? Was fehlt denn da? Da oben kann ich ihn nicht bauen. Toll. Könnte ich aber in der Theorie hier hinstellen. Hier ist eh kein Platz für irgendwas. Damit das schön hässlich überfüllt wird, alles. Ach, perfekt. Und Zack. Zack. Ein Beton fehlt. Hüpf. Gucken wir mal in der Kiste nach. Haben wir doch. Klöp. Beton. So. Wupp, wupp. Ding. Anschließen. Kabel schließen. Abreißen. Nein. Wir gehen nochmal abreißen. F. Böp. Wunderbar. Kabel. Zack. Ding. Kabel. Ding. Und Kabel. Wird uns das reichen? Reicht alles im Leben nicht. Na gut, geh hier dran. 4 von 4. Da hinten haben wir noch einen Verteiler. Ne, wir bauen jetzt direkt hier noch einen hin. Weil ich Angst habe mit der Verteilung, ja. Und von hier nach hier. So, sehr schön. Zack. Halbieren. Halbieren. Einwerfen. Einwerfen. Ah, guck mal. Hier diese graue Linie stellt da die Maximumkapazität. 80 Megawatt. Und wir brauchen im Moment 25 bis 30. Ah, teilweise 40. Das war 40, also in 20er Schritten. Zack, 60, 80. Also haben wir jetzt erstmal für anständig Strom gesorgt, dass wir hier nicht direkt immer auf dem Trockenen sind. Ah, schön. Sehr schön. Sehr schön sieht das aus. Können wir auch mal hier hochklettern? Ja. Ah, herrlich. Uns Fabrik im Mondschein genießen. Ich das Ding wieder aus der Hand nehmen, wenn du das Ding die ganze Zeit im Sichtfeld rum, ist das nicht so schön. Ach, guck mal. Ist das nicht ein herrliches Bild? Ja, es ist noch ein herrliches Bild für den Abschluss. Das haben wir jetzt gemacht. Wir haben noch für genug Strom gesorgt. Genau. Wir haben noch so einen weiteren Strommast hingestellt und langsam verknotet sich das Ganze immer mehr und immer weiter.
und bis ich auseinanderklabüstert habe, wird noch etwas vergehen. Ja, das nächste steht an. Ich würde jetzt gerne mal wirklich die Kabel selbstständig herstellen. Das ist nämlich bis jetzt alles, was ich aus dem Kupfer herstellen muss. Und wozu soll ich das dann da einlagern, wenn ich das sowieso verbürsten muss? Gut, Leute. Das machen wir alles beim nächsten Mal. In diesem Sinne, aber die Erde. Tschüss. Daumen hoch.